willkommen hier zum zweiten Viertelfinale der PAX United Sommer-WM hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zur Partie Köln gegen BVB Borussia. Dortmund gegen Köln, Köln gegen Dortmund. Vier PAX sind am Start, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Sollte es nach diesem PAX unentschieden stehen, gibt es natürlich zwei weitere PAX, um quasi die Nachspielzeit bzw. die Verlängerung zu simulieren. Und sollte es nach diesen zwei weiteren Packs immer noch unentschieden, entscheidet der Würfel, weil das Elfmeterschießen ist in echt auch quasi mehr oder weniger Glück und die Würfel ist halt auch Glücksspiel. Und ja, Köln gegen Dortmund. Ich würde eher Dortmund im Halbfinale sehen, aber es kann hier alles passieren. Es kann alles passieren. Gestern hatten wir das erste Viertelfinale, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hertha gegen Leipzig. Wer da weitergekommen ist, verrate ich euch jetzt hier nicht, sondern ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir gehen rein und starten mit Abwehrriegel Union Berlin. Jannik Keitel, Christopher Lenz, Marvin Plattenhardt, Greuther Fürth, Bremen, Nürnberg, Hansa Rostock, Union Berlin, Leipzig, Schalke und Frankfurt Philipp Kostic. Das heißt, erstes Pack, nix. Nada. Niente. Dann. Zweites Pack. Bielefeld, Stuttgart, Gladbach, Mainz. Wolfsburg, Dresden, Düsseldorf, E-Sport, Schalke. Wird das hier eine torlose Partie oder was? Frankfurt und Kerk, Hannover 96. 0-0 nach 45 Spielminuten. 0-0 nach 45 Spielminuten. Halbzeit Nummer 2. Halbzeit Nummer 2 startet mit Bruner Sahar, Erling Braut Haaland. Wenn nicht er, wer denn sonst? Erling Haaland mit dem 0-1 BVB. Augsburg, St. Pauli, HSV, Bayern, Leipzig, Paderborn und Gladbach, Breel, Embolo. Grüße gehen raus an Henrik Schuster. Letztes Pack. Können das die Kölner schaffen oder können es die Kölner nicht schaffen? E-Sport, Greuther Fürth, E-Sport, Holstein, Kiel. Jetzt kann es nur noch eine Powerkarte sein und wenn eine Powerkarte kommt, dann steht es direkt 2-1. Und es kommt keine. Und somit hat dieser junge Herr die Partie entschieden. Erling Braut Haaland sorgt dafür, dass Dortmund im Halbfinale steht. Und was für ein Halbfinale. Halbfinale 1 verrate ich euch jetzt natürlich nicht. Natürlich ist Dortmund im Halbfinale, aber wer noch im Halbfinale steht, findet ihr heraus im ersten Viertelfinale. Ist nämlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Viertelfinale 1. Hertha gegen Leipzig. Ich bedanke mich und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin raus und tschüssi.